Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute schaue ich mir das ASUS ePad Transformer Prime an, das erste Quad-Core-Tablet, das erhältlich ist. Trudelt bei uns in Europa in diesen Tagen langsam in die Läden. Und wir schauen uns dieses neue Prachtstück an. Wir vergleichen es auch gleich mit dem Samsung Galaxy Tab 10.1, das ich hier habe. Und natürlich, wir werfen noch einen Blick drauf, wie sich es denn mit dem iPad 2 schlägt. Also, vielleicht mal zuerst von außen. Ihr seht hier, im Unterschied zum Vorgänger ist das nicht mehr Plastik, sondern das ist richtig schickes, edles Aluminium oder so ein Alu-Finish. Ist wirklich Metall das Ganze, ein Unibody-Gehäuse, sehr wertig, hervorragend verarbeitet. Da knirscht nichts, da knarrt nichts. Gorilla-Glas, also auch da absolut cool. Und ansonsten, wie gesagt, was haben wir da drin? Wir haben hier ein IPS-Panel, ein ganz hervorragendes Panel. Das Vorgängergerät, der erste iPad Transformer, hatte ja auch schon so ein tolles Display. Das hier ist sogar noch ein bisschen besser. 1280x800, die typische Tablet-Auflösung. Und wie gesagt, der Quad-Core-Prozessor, der Tegra 3 von Nvidia, ist eigentlich sogar ein 5-Core, weil er hat noch einen Application-Core, der dann benutzt wird, wenn man zum Beispiel nur im Internet surft oder einfach etwas macht, was nicht viel Power braucht. Dann wird dieser 5. Core-Zusatz hinzugeschaltet, der dann ein bisschen tiefer getaktet ist. Ist natürlich ein absolutes Powerhorse. Ist hier auch schon Android Ice Cream Sandwich drauf. Ihr werdet das dann sehen, Android 4.0 bzw. 4.03. Ja, und ich möchte das vergleichen mal auch mit dem Samsung hier, mit dem Galaxy Tab 10.1. Das ist sehr vergleichbar, vor allem auch von der Größe. Hat aber natürlich noch Android 3.2 drauf. Also von dem her ist da noch nicht ganz die aktuellste Version. Wurde ja versprochen von Samsung, soll in den nächsten Wochen erscheinen, was immer das heißt. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie Frühling werden, bis wir dann hier ein Android 4 drauf kriegen. So. Nun, das Alleinstellungsmerkmal des ASUS ePad Transformer Prime ist natürlich die Docking Station. Ich zeige euch die hier mal. Die ist auch neu, ganz neu. Sieht zwar sehr ähnlich aus wie der Vorgänger, aber ist nicht kompatibel, die des Vorgängers. Ist jetzt auch aus Alu, nicht mehr aus Plastik. Komplett verfügt über einen Akku. Hat, wir schauen uns das mal an, auf dieser Seite der Ladeanschluss. Das ist ein proprietärer ASUS-Anschluss. Hier vorne nichts, da auf der Seite ein SD-Card-Reader und hier haben wir einen USB-Anschluss, wo man sogar eine Maus dranhängen kann zum Beispiel. Moment, ich zeige das mal noch ein bisschen besser. So, hier natürlich ein Trackpad, die Tastatur mit hier oben den Spezialtasten. Da hat sich eigentlich nichts geändert gegenüber dem Vorgängermodell. Ja, und das Transformer Prime selber, wir schauen mal hier unten, da seht ihr natürlich dieser Dock-Connector, also dieser Anschluss. Dann hat es hier zwei Anschlüsse, die sind damit das gut in dieser Docking Station drin Platz hat. Das ist das 64 GB Modell, das kommt out of the box hier mit so einem Gumminoppen drin. Die muss man zuerst rausknübeln, sonst kriegt man es da nämlich nicht rein. Dann hier auf der Seite Headphone Jack. Da oben haben wir nichts, beziehungsweise Mikrofon. Und hier haben wir eine 8-Megapixel-Kamera mit LED-Flash, On-Off-Switch. Das auf der linken Seite ist das Volume-Button, Mini-HDMI und hier ein Micro-SD-Card-Slot, der hier auch noch dabei ist. Also ihr seht, das Gerät ist schon mal sehr gut ausgestattet. Ja, und bevor wir das eigentlich mal richtig softwaretechnisch angucken, vielleicht mal der Größenvergleich. Ich hole mir hier mal das Galaxy Tab. Wir legen das mal drauf. So, und ihr seht, da ist natürlich das ASUS Transformer Prime eine ganze Ecke größer. Hier auf der Seite ist es ein bisschen länger, wie ihr das seht. Man sieht, dass auch der Rahmen ist natürlich dicker. Hier, also das beim Samsung relativ dünn, hier relativ dick. Das kommt daher, dass es gut in die Docking Station passt. Es braucht eine gewisse Breite. Aber sonst, vielleicht mal, wenn wir hier gucken, also da handelt es sich wirklich um Millimeter, welche sich die beiden Geräte in der Dicke unterscheiden. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, auf dem Datenblatt ist das Prime sogar irgendwie 2 mm dünner oder so oder einen halben Millimeter dünner als das Galaxy Tab. Aber das gibt sich nichts, da merkt man eigentlich keinen Unterschied.
Was mir auch noch aufgefallen ist, das ist ja hier das Original Samsung Galaxy Tab 10.1, welches in Deutschland leider nie auf den Markt kam. Da gibt es ja das 10.1N inzwischen, welches sich vor allem durch diese neuen hier auf der Seite anliegenden Speaker, Lautsprecher unterscheidet. Das ist hier beim Original, sind die da und da, so ein bisschen nach unten versenkt. Das ist beim neuen ein bisschen anders geworden, damit man da gegen Apple quasi, damit man das in Deutschland überhaupt verkaufen darf. Beim Prime hat es leider nur einen Mono-Speaker auf dieser Seite hier, auf der rechten Seite. Das ist ein bisschen billig, finde ich, und ein bisschen schade. Der tönt zwar relativ gut, aber naja, ist halt nur Mono. Von dem her, da hätte eigentlich auf der Seite vielleicht auch noch einer reingepasst. Aber ja, anyway. Dann natürlich der obligate Größenvergleich mit dem immer noch besten Tablet, das es gibt. Das ist das iPad 2, Apple iPad 2. Meiner Meinung nach wie vor das Tablet, das Maß aller Dinge. Ich habe da hier noch so einen Schutz drauf, der ist nicht festgeklebt, sondern der hält einfach durch elektrostatische Aufladung quasi. Das ist so ein kleines Lederteil. Grundsätzlich nach wie vor ein super Tablet, Dual-Core-Prozessor, 1 GHz, nur 512 MB RAM, spielt aber überhaupt keine Rolle, weil das iOS einfach so gut gemacht ist, dass es nach wie vor flüssiger läuft, selbst als hier Android auf diesem Quad-Core-Tablet. Das ist halt einfach so. Ja, wir legen das auch mal da drauf. Also da werdet ihr auch feststellen, da ist natürlich das Prime ist ein bisschen breiter hier. Aber, beziehungsweise, ja doch, es ist ein bisschen breiter, wenn man es quer hält. Das iPad ist aber dafür ein bisschen höher. Seht ihr das da? Das ist also so eine ganze Ecke höher. Und wenn wir es so aufeinander legen und dann hier, dann seht ihr auch, dass das Prime ein bisschen dünner ist hier. Vom in der Hand liegen aber liegt das iPad 2 mit seinem gebürsteten Aluminium, unabhängig, dass ich da jetzt noch was drauf habe, aber nach wie vor eigentlich ganz hervorragend in der Hand. Ich finde beim Asus, das ist fast ein bisschen glatt hier hinten. Da muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, da halte ich das Samsung, das da zwar ein Plastikbomber ist, aber halte das eigentlich besser oder das liegt mir irgendwie besser in der Hand als das Asus Prime. Aber okay, gut, es sind wirklich, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, weil es sind beides ganz hervorragende, alle drei sind ganz hervorragende Tablets. Die besten Tablets, die es im Moment gibt, habe ich hier eigentlich versammelt. iPad 2, Asus Transformer Prime und Samsung Galaxy Tab 10.1. Alle auch ungefähr die gleiche Größe. So, also ihr seht natürlich hier schon mal als erstes beim Lockscreen haben wir ja hier noch die Kamera. Die können wir quasi so auslösen. Das ist typisch Android 4, dass man das eben kann. Zack, jetzt haben wir da die Kamera. Ihr seht, da kann ich da mal so ein bisschen rum. Gehen wir da mal hier drauf. Ihr seht, machen wir mal ein Foto. Klickete Klick. So, das Ganze hat eine 8 Megapixel Kamera. Hab noch nicht groß damit rumfotografiert, aber was man im Netz so liest, sie soll besser sein als bei vielen Tablets, aber kommt nicht an die Smartphone-Konkurrenz ran. Die sind nach wie vor immer noch offensichtlich etwas besser. So, und da unten, das seht ihr vielleicht, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Sieht man es überhaupt auf dem Video? Ja, da habt ihr diese drei Knöpfe. Zurück, Home und der Task-Switcher. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kommt die Home Taste hervor, das ist auch typisch Android 4. Wir gucken uns mal an, ob ich da auch keinen Mist erzähle. So, ich gehe da hier mal rein, zack. Asus ja übrigens immer schon sehr schnell mit Updates, ganz hervorragend. Man hat hier quasi fast ein pure Google Device drauf. Ein paar Widgets sind drauf, aber sonst grundsätzlich hat Asus nicht wahnsinnig viel verändert dran. Ja, ihr seht hier Android 4.03, ich halte es mal ein bisschen besser an die Kamera, spiegelt wahnsinnig das Display, das ist ein bisschen Nachteil. GPS, Wi-Fi und so weiter. Vielleicht gleich mal ein Thema GPS. Ich habe hier eine App drauf, Moment, mal gucken. Wo haben wir es denn? Global Gmail, Google Docs, Google Kalender, oh, habe ich nicht drauf, okay. Da muss ich nachher gleich mal gucken. Hier habe ich eine App drauf. Es wurde ja viel diskutiert über das Prime und über die GPS-Fähigkeit bzw. die fehlende GPS-Fähigkeit. Die nämlich... Nee, da ist es. Hier ist es auch nicht drauf. Okay. Anyway, ich habe einen Test gemacht mit so einem GPS-Tool und da kam ganz klar hervor, GPS könnt ihr vergessen auf dem Device hier, hat zwar einen GPS-Empfänger drin, aber wegen der Metallhülle dauert es unglaublich lange, bis das Teil GPS Reception hat. Und Sascha von netbooknews.de hat das auch ausführlich getestet mit Tools und der kommt zum gleichen Schluss. Also
Draußen geht's, draußen findet ein paar Satelliten, innen könnt ihr es vergessen, aber auch draußen dauert es ewig lange. Drum hat ja auch aus gutem Grund ASUS die Fähigkeit, GPS zu empfangen, aus der Liste der Features und Specs rausgestrichen. Das heißt, das wird jetzt nicht mehr bewertet, beziehungsweise wird nicht mehr beworben. Der GPS-Empfänger ist natürlich drin, aber der ist so abgeschirmt durch dieses Gehäuse, dass ihr das eigentlich vergessen könnt. Andererseits, ehrlich gesagt, beim 10-Zoll-Tablet, wer braucht da GPS? Das Ding ist sowieso zu groß. Wenn, dann holt er sich auch per Wireless LAN ungefähr die Position. Also das ist jetzt nichts, was mich stören würde. Ja, der Browser, okay. Der Browser selber, großer Vorteil, den der Browser nun neu bietet, ich zeige euch das mal, das ist auch Android 4, ist natürlich, dass man jetzt da, Moment, das ist nicht hier, das ist Quatsch, was ich da mache, wir gehen hier mal rein, wir gehen mal in die Einstellungen, so, und dann haben wir hier unter Konten und Synchronisation, da haben wir, meinte, und da seht ihr, kann man jetzt neu, wo haben wir es denn, Browser synchronisieren, okay? Das heißt, endlich, erstaunlicherweise, nach Jahren, wo es doch Android schon gibt, kann man endlich sein Android-Device mit dem Google Chrome Browser, also beziehungsweise die Favoriten, die Lesezeichen, die kann man nun endlich zusammen synchronisieren. Das heißt, ich habe hier auf dem Gerät die alle drauf. Sehr, sehr praktisch finde ich das. Ja, beim Samsung, da ist natürlich die TouchWiz-Oberfläche drauf und die TouchWiz-Oberfläche greift viel tiefer ins System ein, als das ASUS mit seinen kleinen Änderungen macht. Dadurch leider ist auch die Performance teilweise, also ihr seht zum Beispiel hier, wenn ich da mal rüber, ihr seht, das zuppelt so ein bisschen, das ist nicht so ganz smooth, obwohl das Teil einen 1,2 GHz Prozessor drin hat und eigentlich genug Dual-Core, genug Power, 1 GB RAM. Aber TouchWiz ist da relativ hungrig und diese blöden Widgets hier, die brauchen auch relativ viel Power. Die sind da dabei, die kann man entfernen, dann wird das Ganze ein bisschen, jetzt habe ich es falsch gemacht, wird das Ganze ein bisschen schneller und ein bisschen flockiger, aber das ist nach wie vor so ein bisschen, Samsung wird an TouchWiz festhalten, das haben sie schon gesagt, also auch Android 4 wird mit TouchWiz daherkommen. Ja, kann man mögen oder nicht, hat ein paar coole Dinge auch, fairerweise muss man sagen, zum Beispiel da diese Liste, wo man sich so gewisse Apps reinlegen kann, die dann immer dabei ist, das finde ich ganz praktisch, ohne Frage, aber es braucht halt auch relativ viel Power. So, aber ich mache auch keine Benchmark-Tests, halte ich eh nichts davon, das ist mehr so Real-Life, was mich interessiert und nicht Benchmarks, wie schnell das ist, weil bei Benchmarks ist klar, dieses Teil hier ist immer wahnsinnig schnell, hat schließlich ein Quad-Core drin. Also das ist schon mega, mega, mega super toll, aber wie gesagt, interessiert mich persönlich eigentlich nicht. Ich will wissen, wie sich das im Alltag anfühlt und ihr seht hier, das ist natürlich schon wahnsinnig schnell. Das zuppelt da überhaupt nicht, das macht zack, zack. Hier habt ihr übrigens die typischen Android 4 Ordner, die ihr jetzt neu anlegen könnt, auch sehr praktisch. Ja, wir gehen mal auf eine Seite, würde ich sagen. Wir gehen mal auf meine, jetzt nicht unbedingt hier auf das Backend, sondern wir schalten uns da mal aufs Frontend. Wir laden das mal, zack, so, hier sind wir schon. Also ihr seht auch da, das geht eigentlich alles relativ zackig, was ich sehr cool finde bei dem Browser. Schaut mal hier auf der Seite, seht ihr das? Ich mach mal hier. Da habt ihr so ein Scroll-Balken, der eigentlich aber nur erscheint, sobald ihr scrollt. Wenn ihr da ein bisschen wartet, dann geht dann der wieder weg. Seht ihr? Jetzt ist er weg. Und sobald ich da ein bisschen scrolle, kommt der wieder. Da könnt ihr quasi schnell runter oder schnell hoch. Und ihr seht, für das doch auf meiner Seite einiges drauf ist, geht das eigentlich alles relativ schnell. So, seht ihr? Viele Bilder, JavaScript und so weiter, das da ausgeführt werden muss, um das alles anzuzeigen. Aber das geht eigentlich total zuppig. Ich mache mal das Gleiche hier zum Vergleich. Wobei, wie gesagt, man muss wissen, hier ist Android 3.x drauf, hier ist sogar noch 3.1 drauf. Kann man natürlich nicht ganz direkt vergleichen, aber so ungefähr geht das schon. So, hier iFrick CH, gehen wir nochmal drauf und dann vergleichen wir das Ganze mal. So, da sind wir wieder. Jetzt lädt er das mal, so die teilweise die Widgets da auf der Seite und dann kann man da eigentlich auch schon scrollen. Hat noch nicht ganz alles geladen, wie ihr seht. Aber funktioniert natürlich auch, also funktioniert auch hervorragend, wäre mir nie aufgefallen beim Galaxy Tab 10.1, dass das irgendwie langsam sein könnte, also.
Aber im direkten Vergleich mit dem Prime merkt man natürlich die Quad-Core-CPU und auch die Optimierung bei Android 4, die merkt man hier schon. Also das muss man ganz klar sagen, das ist schon noch, ist noch ein bisschen eine andere Liga von dem Gerät her, vor allem auch hier, wenn man diese Screens, und ich habe hier ja noch so ein Task-Manager-Widget drauf und so, also das ist alles super schnell, das ist wirklich ein geiles Gerät. Und auch der Bildschirm, ihr seht das vielleicht im direkten Vergleich, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, der ist noch eine ganze Ecke klarer, der ist eine ganze Ecke leuchtender als der, oh, auch schon gutes Screen des Samsung. Das ist einfach hier noch, das IPS-Panel ist einfach noch ein bisschen besser. Da hat Asus einen super Job gemacht. Und ihr seht auch hier, da kann man übrigens beim IPS-Mode, kann man auch einstellen auf automatisch, dann wieder ein bisschen dunkler. Oder man schraubt das selber hoch. Es gibt noch eine spezielle Ansicht bzw. eine spezielle Einstellung für draußen. Dann wird das ganz hell, damit man es auch draußen brauchen kann. Aber es ist halt schon sehr spiegelig. Ihr seht das hier schon. Also es spiegelt schon ziemlich heftig, das Teil. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Was man hier tun kann, das hat Asus auch eingebaut. Einerseits könnt ihr hier die verhindern, dass man das Ganze so switchen kann. Das ist mal Punkt 1. Und dann könnt ihr auch noch die verschiedenen, da könnt ihr drei Energiesparmodus, also das hier ist quasi Balanced, das heißt, da versucht er den idealen Mix zwischen Power- und Batterie-Spartechnik rauszufinden. Hier auf der Seite ist dann Energiesparmodus, der ist jetzt aktiviert, und da drüben mit der Flamme ist normaler Modus, das heißt, wenn ihr gamen wollt oder so, dann empfiehlt sich das, dann habt ihr richtig viel Power, dann habt ihr alle den kompletten Quad-Core-Power da zu eurer Verfügung. Ja, das kann man da noch einstellen, das hat Asus hier eingebaut, ziemlich cool finde ich auch. Und so kommt man dann eben, wie gesagt, auf die Einstellungen, und da unten, das haben wir ja schon gemacht. Was übrigens neu ist, beziehungsweise wenn ihr hier auf den Task-Switcher geht, den gibt es ja auch schon bei Android Honeycomb 3. Ihr seht das hier, ich klicke da mal drauf. 3, 2, 1, hier ist es. Und da könnt ihr aber sonst nichts machen. Ihr könnt jetzt einfach zum Beispiel sagen, ich switche in den Market oder ich switche wieder zurück zum Internet. Flap, funktioniert. Hier ist das anders. Hier könnt ihr auf der einen Seite hin und her switchen, also zum Beispiel Akku-Weather. Könnt ihr da mal gucken, was da so eingestellt ist. Oder eben wieder zurück auf den Browser. Da gehe ich hier drauf. Was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt auch Apps schließen. Galerie zum Beispiel, Kamera zum Beispiel will ich nicht mehr, dann schiebt ihr das einfach raus. Zack, seht ihr das? Oder hier Maps. Zack. Das ist natürlich so ein bisschen wie das Palm mit dem WebOS oder HP mit dem WebOS gemacht hat. Da gibt es ja auch so Gesten, um Apps zu schließen oder Fenster zu minimieren. Das ist jetzt hier ganz was Ähnliches, ist aber sehr praktisch. Man gewöhnt sich sehr schnell dran, dass man das dann macht, da schnell drauf und sagt, okay, Akku wieder weg, zack, dann ist es weg. Das finde ich eine ganz gelungene und ganz praktische Sache. Screenshots kann man auch beim Asus machen. Man bleibt einfach lange hier drauf, kann man einstellen in Settings, zack, dann macht er einen Screenshot. Bei Samsung ist das ein bisschen anders. Da wurde ein eigener Knopf für definiert. Das ist dieser Knopf hier unten. Ihr seht den da, das ist ein Zusatzknopf. Ich drücke da drauf und dann wurde ein Screenshot gemacht und in der Galerie abgelegt. Finde ich beides sehr praktisch, ist für mich als Tech-Blogger natürlich essentiell, dass ich Screenshots machen kann. Ich nerv mich immer wieder, wenn Geräte, Smartphones oder auch Tablets auf den Markt kommen, die das nicht können. Werde dann meistens von normalen Menschen etwas bemitleidet, die mich fragen, ob jetzt das so wichtig sei. Aber für mich als Tech-Blogger ist das essentiell, wenn ich Apps teste, ja, dass ich die halt auch mit Screenshots dokumentieren und zeigen kann. Wenn das nicht geht, dann muss ich den Bildschirm abfotografieren und das sieht einfach scheiße aus. So. Okay, dann natürlich das Alleinstellungsmerkmal des Prime ist selbstverständlich sein Dock. Ich hole das hier wieder, welches übrigens auch über einen Akku verfügt. Der ist hier auch fest eingebaut und das heißt, damit soll man mit der Kombination aus Dock und Tablet kommt man auf offensichtlich ungefähr 18 Stunden Batterielaufzeit. Ist natürlich heftig. Ich tue das da mal rein. Das muss jetzt da drüben sein. Klink. Dann schiebe ich das hier rein und dann. Seht ihr, rack, rastet das hier ein. So, ich gehe da mal drauf. Jetzt haben wir hier eben die schöne Home-Taste. Und ihr seht hier plötzlich, seht ihr das? Haben wir da, sieht man es überhaupt auf dem Screen, auf der Kamera? Das weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir da ein
Mauszeiger, der da hin und her switcht. Und da kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich will hier auf die Twitter-App. Ich gehe da mal drauf, klack, und dann geht die Twitter-App auf. Seht ihr? Das ist schon ganz witzig, habe ich mich noch gar nicht angemeldet hier auf diesem Gerät. Dann gehen wir wieder auf die Home-Taste und dann switcht er, nee, Moment, jetzt habe ich die Suchen-Taste gedrückt. So, switcht er dann wieder raus. Der Touchscreen funktioniert natürlich trotzdem noch, klar, Logo, also das geht immer noch. Ja, und ihr könnt jetzt halt hier, wenn ihr zum Beispiel, was wollen wir denn mal machen? Ich zeige euch mal zum Beispiel, gehen wir mal auf die Apps. Hier habe ich doch, glaube ich, Google Docs. Das bietet sich natürlich an. Es ist auch noch das Polaris Office drauf, wenn man ein bisschen was schreiben will. So, okay, dann haben wir da irgendwo einen uralten iFrick Post Plan. Der ist nicht mehr ganz aktuell, aber spielt ja keine Rolle. Reicht ja, um was zu zeigen. So, und wenn ich jetzt hier schreiben will, dann klicke ich da mal irgendwie rein, beziehungsweise da oben noch drauf. Na? Ah, jetzt muss er das zuerst öffnen. So, jetzt sind wir hier, seht ihr? So, jetzt kann ich hier Enter drücken und kann da halt schreiben. Hallo, das ist ja super. Ist ja genial. Hä? So, ja, verschrieben, aber immerhin. Ist ein bisschen schief über die Kamera, das zu machen. So, ihr seht, das funktioniert ganz klasse. Also man hat eigentlich damit mit diesem Dock, hat man dann schon so eine Art Netbook dabei. Das ist schon ganz, muss man sagen, ganz praktisch. Wenn ich das dann zuklappe, dann bringt das Ganze ungefähr 1,2 Kilo auf die Waage. Also ungefähr so viel wie ein Ultrabook, welches ich ja letztens mal von Asus ebenfalls das 10-Book getestet habe. Da gibt es auch ein YouTube-Video auf meinem Kanal. Ja, dann hat man eigentlich so eine Art Netbook oder Ultrabook sozusagen. Ist natürlich nicht ganz vergleichbar, weil auf dem Ultrabook läuft dann halt Windows 7 und hier Android. Das heißt, man ist immer noch ein bisschen eingeschränkt. Aber ist ganz klasse und von der Laufzeit her, wie gesagt, ungefähr 18 Stunden. Ja, selbst wenn es da nur 15 sind, ist das immer noch wahnsinnig viel. Also das ist natürlich super praktisch. Da hat man schon ein ganz cooles Device und ihr seht hier, das ist ganz voll Metall und sehr solide, da rutscht nichts raus, das fällt nicht raus. Also da braucht man eigentlich keine Tasche mehr dafür, das kann ich so in den Rucksack schmeißen und habe dann alles dabei. Ja, mal gucken, ob ich das nach Barcelona, an Mobile World Congress mitnehme. Das wäre vielleicht noch so eine Idee, das mal zu testen dort. Ja, und dann ist natürlich klar, dann ist es dicker und größer, als wir das jetzt hier haben mit, wenn wir das iPad wieder nehmen oder hier auch wieder Samsung. Aber ja, dafür hat man halt eine Tastatur, man hat einen Dock, man hat zusätzliche Anschlüsse, einen USB-Anschluss, einen SD-Card-Anschluss und vor allem man hat viel, viel mehr Akku. Also das muss man natürlich auch noch sagen. Ja, und dann klappt man das wieder auf und das ist natürlich instantly on. Ihr seht, zack, hier bin ich wieder. Also das geht ganz, 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 ganz schnell. Ja, und wenn ich das nicht mehr mag, wenn ich das nicht mehr möchte, dann schiebe ich das hier einfach rüber. Ich tue das quasi entriegeln und nehme das Ganze raus. So, fertig. Ihr seht, da muss man nichts runterfahren, nichts neu starten. Das funktioniert einfach so. Einfach rausnehmen und weiterarbeiten. Okay, was kann ich euch sonst noch zeigen? Die Galerie, ja, okay, die Galerie, die ist bei Android 4 auch noch ein bisschen anders, wie ihr da seht. Hab mal ein paar Fotos gemacht, jetzt von der Kamera. Oder hier habe ich gestern mal was fotografiert mit dem Galaxy Nexus Smartphone obendrauf. Ja, das ist halt jetzt mein Picasa und Google Account, der da gesynkt wird, synchronized. Wir haben hier verschiedene Widgets dabei. Wie gesagt, da habt ihr so ein bisschen Task Manager, die Zeit, eine analoge Uhr, so ein Battery Widget, wo ihr so ein bisschen gucken könnt, wie lange noch geladen wird und so weiter. Die Zeit in Taipei, das wäre dann mehr was wieder für Sascha. Ja, und dann halt je nach Tools, die ihr installiert habt, habt ihr dann da verschiedene Widgets drauf, die ihr euch installieren könnt. Das ist eigentlich ziemlich Standard. Ja, ich würde sagen, so ein kurzes Walkthrough, das wäre es mal gewesen. Ich werde das Gerät jetzt noch auf Herz und Nieren testen, werde in nächster Zeit das als mein Haupttablet benutzen. Und vielleicht zusammenfassend kann man sagen, abgesehen vom Tastaturdock, das es einmalig macht, ist es das im Moment natürlich schnellste Tablet, welches es gibt. Das einzige Quad-Core-Tablet und auch eines der allerersten Tablets, welches schon mit Android 4.03 Ice Cream Sandwich kommt. Beziehungsweise seit Mitte Januar ist dieses Update zum Download bereit.
Also das Motorola Xoom hat es zuerst gekriegt, aber auch nicht alle Modelle, zum Teil nur die US-Wi-Fi-Modelle und da ist Asus mal wieder wahnsinnig schnell gewesen. Samsung hat es erst versprochen auf irgendwann mal im Frühling. Hier hat man es schon drauf, plus Quad-Core, plus super Batterielaufzeit, plus es ist wahnsinnig kompakt, es hat Gorilla-Glas, es ist nicht schwerer als alle anderen, es ist sehr schön flach. Also wenn ihr ein Powerhorse braucht und auch bereit seid, ein bisschen mehr dafür zu zahlen, dann ist das im Moment sicher das allerbeste Android-Tablet. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.